Yo, was geht ab, Leute? Euer Vanquish ist back und heute mal wieder mit einem krassen Glitch. Und ich zeige euch, wie ihr die M27 in den Online-Modus reinbekommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. So, und dann geht ihr einfach in den Mehrspielermodus rein, öffentliche Spiele, dann drückt ihr Dreieck auf Party verwalten, auf euren Account, Kampfhistory und dann bei Kampagne. Kann sein, dass es bei euch noch nicht freigeschalten ist, da ihr noch Level 1 seid. Aber dann müsst ihr einfach eine Runde ganz schön Kampagne spielen und dann ist es auch frei. Dann geht ihr halt auf Kampagne, auf Waffen und da scrollt ihr einmal ganz runter. Und bei den Ausrüstungen auch ganz runter und bei dem letzten kybernetischer Kampf oder keine Ahnung wie das heißt, auch ganz runter auf jeden Fall. Dann einfach wieder zurück. Auf den Spezialisten. Spezialisten müsst ihr auf den Firebreak gehen, auf Waffe zeigen und dann geht ihr auf Sekundär und dann werdet ihr sehen, da wird die Kriegsmaschine angezeigt. Und ihr seht aber zwar rechts die M27, aber es wird als Kriegsmaschine dargestellt. Dann geht ihr aber einfach zurück auf den Klasseneditor und da macht ihr die Kriegsmaschine sozusagen einfach mal bei den Werfer als Sekundär rein. Dann kopiert ihr die Klasse jetzt und macht die auf irgendeine andere Klasse. Und die Klasse, wo ihr als erstes die Kriegsmaschine oder die M27 halt eingefügt habt, die also setzt ihr einfach wieder zurück in eine andere Klasse. Und dann seht ihr, da steht Hitzewelle, Kriegsmaschine oder irgendwas. Und dann sucht ihr einfach ein Spiel, die im Deathmatch oder keine Ahnung, seht ihr in jedem Modus. Und ja, ihr werdet dann sehen, also ihr müsst als erstes eine andere Klasse nehmen. Also nicht die Klasse, ich suche schnell ein anderes Spiel. Also ihr müsst zuerst eine andere Klasse nehmen, nicht die mit der Heatwave, weil es wird nicht direkt angezeigt, wenn ihr die als erste Waffe nehmt, sondern ihr müsst erst irgendeine andere Klasse halt nehmen, dann Klasse wechseln, wo runterspringen und dann habt ihr die M27. Das einzige Problem ist, dass man mit der M27 keine Munition hat. Also man kann nicht schießen oder nicht boxen und da es ein Bug ist, aber ihr könnt euch trotzdem bei Freunden ein bisschen aufgeigen oder die ein bisschen verarschen und so. Und es dauert auch nicht 20 Sekunden oder 30 Sekunden, bis der Glitch fertig ist. Also ist wirklich richtig geiler Glitch so und ja. So, also ihr nehmt jetzt hier keinen 44 und dann wechselt ihr einfach auf die und da, ihr seht schon, die N27 ist da. Aber wie gesagt, wir können jetzt nicht schießen oder irgendwas. Boxen oder so geht auch nicht. Und wenn ihr einmal die Waffe wechselt, also auf die Fäuste, dann ist die Klasse auch weg. Aber sonst könnt ihr alles machen so und es schaut auch übelst geil aus. Also im Online-Modus einfach mal mit der M27 rumzulaufen, ist schon, das hat schon was. Und ich hoffe, euch gefällt der Glitch und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.